Folge Nummer 26 von Graveyard Keeper mit Stranger Sins und Game of Crone. Wir waren letztes Mal unterwegs in diese Richtung und ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, was wir hier tun wollten. Unser Friedhof ist Qualität minus 7. Wir müssten mal schauen, dass das besser wird. Wollten wir hier unten was machen? Ich weiß das nicht mehr. Hier können wir ja noch nichts machen. Oder können wir jetzt hier was machen? Nein, können wir nicht. Also Kirche ausbauen ist noch nicht. Sonntags ist da ja der Gottesdienst immer, dass wir Glauben kriegen, den wir bisher immer noch nicht gekriegt haben, ne? So, Arbeitstisch. Ein Tisch war, um irgendwas zu machen. Arbeitstisch oder Tisch? Weiß ich gar nicht mehr, was ich... Ja. Glas. Kegelförmiges Gefäß. Da brauchen wir Glas für. Gefertigt am Ofen. Ich glaube, da brauchte man Flusssand für. Dingens ist hier. Ach, hier unten haben wir schon Durchgang. Dafür brauchen wir Glauben, mit ihm sprechen zu können. Da brauchen wir 5 Glauben für. Tja, das klappt alles nicht. Gibt es hier was Neues? Schweinehaut, Schweinsleder, Leder ist Papier, das ist klar. Hanfseile kann man hier auch bauen, brauchen wir gerade nicht. Das ist ein anderer Tisch hier. Gegenstand zerfallen lassen oder sowas. Ist jetzt gerade nicht so wichtig zum Untersuchen. Wie weit waren wir hier unten gekommen? Da ging es noch nicht durch, oder? Doch, da geht's schon durch. Wir können hier durch. Okay. Was erzählt uns Gary? Nix. Grabe den Cognac-Fass aus, einen Herdofen zwischen dem Dorf und dem Leuchtturm aus. Ach so, da könnte man auf jeden Fall was tun. Können wir hier noch was brauchen? Eine Pritsche? Vorbereitungsplatz. Das ist die Pritsche, ne? Das ist die Frage mit dem Vorbereitungsplatz, aber da brauchen wir natürlich noch was. Okay, da kommen wir erstmal nicht weiter. Können wir hier den Weg gehen, oder? Jetzt regnet es auch schon. Warte mal, wir haben doch hier oben Maden. Und mit Maden kann man doch angeln. Anfertigen. So. An den Torf können wir da drüben reinstecken, oder? Die Maden nehmen wir mal mit zum Angeln. Weißes Fischfilet. Tu das mal weglegen. Leitfaden für Geistliche, das für die Predigt. Okay. Die Möhren gehen schon nicht mehr. Oh, da gab es viel Samen. Das weglegen. Das weglegen. Karottensamen, Hanfsamen. Haben wir nicht. Traumkerne leider nur. Das können wir weglegen, weil das geht dann nicht. Was waren das hier für Samen? Die haben wir nicht, oder? Nein. So. Torf fertigen. Nee. Torf ist schon richtig fertigen. Fertigen. Fertigen, fertigen, fertigen und Kohlsamen. Da reicht's nicht für. Karottensamen haben wir noch, dann nehmen wir die natürlich. Gut, dann können wir es weglegen. Ach so, die waren hier drin, ja. Ja, gut, passt. Jetzt gehen wir mal angeln. Mit den Maden da dran machen. Vielleicht kriegen wir dann einen besseren Fisch. Für den Priester hier, den Pfaffen. Das Symbol, was jetzt gerade angezeigt wird, da muss ich jetzt gucken. NPC.
Das ist der Kaufmann, der ist da. Heilung für den Fluch. Okay, das haben wir gerade nicht. Jetzt müssen wir da oben durch. Zur Angelstelle. Aha, da haben wir noch einen Stein liegen lassen. Der ist auch noch da. Das ist schon mal sehr gut. So, eh angeln. Ja, und wie kann ich den Köder da dran erbringen? Hm. Made, da ist er doch. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Na, der Kampf mit dem Fisch, ne? Und das war jetzt aber ein anderer, oder? Und wieder... Das kann jetzt nicht sein, ne? Dass ich den nicht mitnehmen kann. Na komm, dann machen wir das nochmal. Angeln wir nochmal. Mit der Made dran, genau. Oh, wir haben eine Leiche gekriegt. Okay. Das ist jetzt ein anderer Fisch. Grünling, ah, da gibt es eine Brachse oder sowas. So, jetzt müssen wir nur überlegen, was wir... Okay. Die habe ich jetzt benutzt, aber... Weiß nicht wie. Ein Barsch war das, okay. So, da haben wir schon einen Barsch und dann weiß ich, wie das andere hieß. Kann man das wegmachen hier? Ne, da fehlen uns die Holzkeile. Okay, dann ging es hier runter. Wahrscheinlich nicht. Hier runter geht's. Also Fisch haben wir jetzt gefangen und zwei verschiedene Fische. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir die zerlegen, was wir daraus machen können, ne? Der Priester, der wollte ja was Besonderes haben, ne? Der Kaufmann ist da. Hier ist jetzt auch eine Leiche drin. Ne, ich gehe jetzt erst nochmal gerade in der Hoffnung, dass ich es noch schaffe zum Kaufmann und gucke, was ich da noch kaufen kann. Wenn ich das zeitlich noch schaffe. Wahrscheinlich schaffe ich das aber nicht mehr. Wir werden sehen, ob das klappt oder nicht klappt. Ah, der ist schon weg. Da unten geht er. Schade. Schade. So, der nächste, der kommt, ist dann der Grüne. Wer war das? Das war, glaubt der Dingens, ne? Nee, doch, Schlange. Schlange kommt dann. Gut. Haben wir was zu verkaufen? Weiß ich jetzt gar nicht. Hier ist gerade ziemlich viel los, ne? Handeln. Wir haben nichts zu verkaufen.
muss den Stempel finden, ja. Die Dorfbewohner können ruhig schlafen. Ja, zwischen dem Leuchtturm kann ich das hier sehen. Gerade das Cognac-Fass aus und Erdhaufen zwischen Dorf und dem Leuchtturm aus. Ah, wo war der Leuchtturm? Der war unten, glaube, ne? War das hier lang oder da unten? Nee, da unten nicht lang. Hier oben war das schon lang. Der Schmied ist noch am Arbeiten, ist doch schon dunkel. Ja, schade, war wohl doch nicht hier lang, wa? Aber da unten? Oder war das hier lang? Hä? Dann war das doch da oben lang. Ja, ich muss da hoch und dann runter. So war das, genau. Ja, müssen wir hinkriegen, ne? Schauen wir mal. Zum Cognac-Fass gehen wir jetzt. Zwischen Dorf und Leuchtturm. Können wir mal gerade auf der Karte gucken, ne? Dorf ist hier. Leuchtturm ist da. Da müsste sich der hier irgendwo befinden, ne? Der Hügel. Da geht's nicht weiter. Ist das der Hügel, der gemeint ist vielleicht hier? Ja, wir haben wieder zu wenig Sachen mit hier. Ne? zu viele Sachen mit, ne? Das ist jetzt doof, oder? Haben wir da einen Gegenstand. Aber das war jetzt nicht zwischen Dorf. Muss es einen Hügel geben. Hier ist auch noch einer. Da ist ein Schädel drinne. Zwischen Dorf und Leuchtturm. Wo ist hier ein Hügel, dass ich das ausgraben kann, ne? Leuchtturm ist hier. Aber wo ist der Hügel? Da ist noch was. Schau mal, etwas Großes aus Metall. Heilige Seid, das kann doch nicht sein. Die archäologische Maschine des Friedhofswärters. Von deinem Freund, der den Cognac vergraben hat? Nein, der kam vor ihm, ein cooler Erfinder und Zombie-Macher. Und glaube mir, diese Maschine ist viel nützlicher als ein einfaches Cognac-Fass. Fass Cognac. Ich bin verwirrt, wie viele Friedhofswärter gab es? Das ist ein echter Schatz, Mann. Damit kannst du sogar nach Hause zurückkehren. Grabe schnell aus. Friedhofswärter, halte ein. Verdammt, bis später im Keller. Nandels dürfen wir auf dem Ländereien des Dorfes graben. Außerdem ist alles auf den Ländereien des Dorfes Allgemeinbesitz. Hör mal, wie wär's mit... Tut mir leid, aber du bist zu arm, um mich zu bestechen. Neue Aufgabe. Gary, rede mit Gary über die Maschine, die du gefunden hast. Jetzt kann ich die aber nicht. Okay, der Cognac ist Nebensache geworden. Auch gut.
Und hier darf ich jetzt nicht graben, oder was? Was ist das? Keine Ahnung, was das war. Was war das? Keine Ahnung. Ich habe es nicht aufgehoben, oder? Es sah so aus, als ob ich es aufgehoben hätte. Es ist nur zusammengegangen. Okay. Das hilft mir gerade nicht weiter. Jetzt ist im Keller Dingens. Wie heißt da? Schlange. Und nach Schlange kommt der Inquisitor oder so, ne? Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir an diese Maschine kommen. Schlange geht gerade weg. Achso, ich kann ja hier unten lang gehen, brauche ja nicht hochgehen. So, da ist er. Keine Leiche, ne, da wollte ich auch nicht hin, ich wollte dahin. Wegen der Maschine, Aufgabe beendet. Rede mit Gary. Ich hab's, kaufe einfach ein wenig Land und baue eine Taverne. Eine Taverne? Hm, warum keinen Riesenpalast? Die verlängern es doch nur zum Schein, Dummerchen. Wir heben den Keller aus und benutzen die Maschine. Außerdem kannst du damit ein wenig Geld machen. Wissen von der Maschine und Geld von der Taverne. Was springt für mich dabei raus? Nichts, das glaube ich kaum. Nun, vielleicht erzählt uns die Maschine etwas über meine Vergangenheit. Hauke fordert etwas Land ab. Okay. Verlassen. Mit dem kann ich nicht mehr quatschen. Jetzt muss ich aber auch die Leiche gerade erst machen. So, Obduktion. Wir haben zwei Dinger. Blut entfernen. Obduktion. Immer noch zwei Dinger. Fett wegnehmen. Jetzt habe ich nur noch ein Ding. Wenn ich jetzt was mache? Ärztefrisch ist auch schon da. Fleisch nehme ich mal raus. Jetzt ist ein weißes weg. Nehmen wir den Schädel weg. Falsche Taste. F. Ah, das war wohl nix, ne? Jetzt ist wieder rotes da. So ganz habe ich das mit dem Dingens hier optizieren noch nicht verstanden. Jetzt ist nur noch rot. Lauter Zeug hier auf der Erde, dass er auch noch immer loswerden kann. Jetzt haben wir schon 5. Die wird immer schlechter, die Leiche, anstatt besser. Nur noch 4. So, jetzt müssen wir was essen. Jetzt haben wir gleich was aufgehoben. Jetzt 4. Jetzt können wir nur das entfernen, Innereien. Ja, und da sind wir 5 Sterne. Das ist also ganz schlecht geworden, diese Leiche. Ich glaube, das ist dann. Die macht uns ja nur Sorgen, die Leiche, ne? Aber. Auch wenn sie schlecht ist, beerdigen bringt Geld, ne? Abstätte. Ja, kann ich jetzt nicht gerade machen. Ausheben. Statten. Nicht genug Energie, das bedeutet wieder was essen. In den Cups essen.
Was hier hat er auch noch mitgenommen. Bestattungsurkunde haben wir gekriegt. Aber das Grab hat minus 5, weil der 5 rote Köpfe da drin hatte, ne? Und jetzt müssen wir hier noch solche Sachen machen. Haben wir natürlich jetzt nichts dabei. Gut. Ja, das war jetzt nicht so der Bringer, ne? Er hält nichts auf. Gehen wir gerade nach Schlange noch hin. Nicht, dass an dem grünen Tag, wenn er da ist, dann der doch mit mir spricht. Und ich habe das nur immer verpasst. Aber er ist gar nicht da. Tageswechsel ist, glaube ich, wenn der Mond oben auf der Kirche ist. Okay, dann ist das so. Gut. Kiste, Eisenerzlager, Ofen. Achso, wir hatten irgendwie was mit dem Tisch und Glas. Das kann man am Ofen machen, ne? Ah, Wasser brauchen wir. Aber das sollte nicht die Schwierigkeit, glaube ich, sein, oder? War Wasser hier drin? Ne, ich glaube, dann ist es drin. Hier ist Wasser. Okay. Können wir nicht nehmen, weil hier nichts ist. Fische lassen wir mal hier. Können wir Möhrensalat machen, ne? Hier sind auch schon reichlich Möhren drin. Ich glaube, wir sollten mal die Möhren hier auch reintun. Und das Fischfilet hier auch. So, das geht erstmal. Feuerholz können wir mal mitnehmen, oder? Und das Wasser. So, was wollten wir jetzt machen? Am Ofen kochen. Glas machen. Wenn es denn geht. Dann müssen wir hier nämlich Holz reinlegen. Geht gar nicht. Aber wir haben Kohle. Hä? Ich habe doch Holz mitgenommen gerade, oder vertue ich mich? Ah, jetzt geht's auf jeden Fall so. Okay, wir produzieren Glas. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen, aber wir produzieren Glas. Das kann hier noch mit rein. Leitfaden für Geistliche. Jetzt müssen wir gerade gucken. Inquisitor, bringe 20 Brennholz und 10 Flugblätter für die nächste Verbrennung. Erlange das Erlaubnis, linke Seite des Friedhofs einzuschalten. Ja, das ist der. Jetzt haben wir Brennholz. 9. 20 brauchen wir dann noch. Das heißt, wir müssen Brennholz erstmal machen. War nicht hier, oder? Nee. Ich würde sagen, das ist hier das Brennholz, ne? Ja. Fertigen wir da. Das waren 10 Brennholz, wir haben eins zu wenig. Super, oder? So, Brennholz haben wir. Jetzt fehlt uns noch die Flugblätter. Kommen wir an Flugblätter dran, ne? Kann ich das irgendwo sehen? Hier sind so viele Sachen, ne? Und ich habe nur ein so ein blaues Ding. Ich brauche die blauen Dinger. Sanfter Metzger. Ah, das braucht man. Was ist das? Herstellung Flugblatt. Aha, dafür gibt's was. 10 und 5. Auch haben wir nicht. Können wir auch vergessen. Also geht das auch nicht. Ja, geht's nicht voran, weil wir keine blauen Dinger haben.
Ja, dafür müssen wir ins Städtchen. Im Städtchen können wir dann diese Taverne, das Grundstück für kaufen, wie der Dingens schon gesagt hat. Da kommen wir jetzt nicht drum rum, würde ich sagen. Ich bedanke mich aber erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.